Herzlich willkommen zu diesem Interview. Wir haben heute den Florian hier und Florian hat mit uns schon 63 Kilogramm abgenommen. Das ist eine Hausnummer und das in unter einem Jahr. Florian, stell dich doch mal ganz kurz vor und dann gehen wir nachher tiefer rein. Wer bist du? Was machst du? Mein Name ist Florian, ich bin aus Innsbruck und arbeite im Bereich Softwareentwicklung, Agile Transformation. Und ja, ich habe Simon und sein Team auf Umwegen kennengelernt, online. Wenn man Abnehmen in Westösterreich sucht, dann kommt man früher oder später auf Simon Mattis. Und es hat lange gedauert, aber rückwirkend betrachtet konnte sie mich überzeugen. Sehr gut. Das war ja auch bei dir sehr spannend. Wir waren ja Mitte 2020 schon mal in Kontakt, habe ich gerade gesehen. Und dann schlussendlich angefangen zusammenzuarbeiten, war eigentlich erst ein Jahr später. Das war dann, was haben wir gesagt, August 2021. Also ja, ein bisschen, fast ein Jahr. Was war die Skepsis am Anfang? 2020 war ja in dem Fall noch nicht so, dass du gesagt hast, das mache ich. Es gibt draußen im Markt viele, die die eierlegende Wollmilchsau verkaufen. Und wenn man schlussendlich relativ viele Programme ausprobiert hat, es gibt da diese üblichen Programme, die so im Markt sind, aber es gibt auch die Trenddiäten mit Friss die Hälfte, mit Low Carb, mit dieses ganze Trendzeug, was aus den üblichen Szeneblättern kommt, wo man sich am Anfang eigentlich aufs Ende freut. Und da muss man sagen, wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man, das ist ein harter Weg, aber es macht eigentlich keinen Spaß und irgendwie funktionieren langfristig kann es auch nicht. Mhm, ja. Und ja, deswegen bin ich dort, wie auch sagen wir, mit der beruflichen Prägung, eher ein skeptischer Mensch. Ja. Und für mich ist wichtig, dass der Proof of Concept da ist. Mhm. Und ja, ich meine, schrittweise haben dann die Referenzen einfach überzeugt. Und auch die eigene Referenz, dass es funktioniert. Cool. Ja, das finde ich nämlich auch immer gut, weil jeder, der hier beim Interview sitzt, war skeptisch am Anfang. Jeder. Und deswegen finde ich es auch so cool, wenn wir Leute hier haben, die dann selber ihren Weg erzählen, weil es genauso wieder jemanden gibt, der das Interview sieht und sich denkt, wenn der das hinbekommt, dann schaffe ich das auch. Das heißt, du hast uns da längere Zeit verfolgt und irgendwann war der Punkt, wo du gesagt hast, ja okay, wenn das so viele hinbekommen, dann bekomme ich das auch hin, oder? Es gab einen Fall oder einen früheren Kunden, der dann auf Instagram aufgetaucht ist. Der hat, ich glaube, in knapp über einem Jahr über 70 Kilo abgenommen. Und wenn dir ein Arzt im Gespräch sagt, die einzige Lösung für dein Problem ist ein Magenband und massive Zurückhaltung. Natürlich, ein Magenband ist jetzt keine Lösung, das ist nur eine Verlagerung des Problems, weil dein Habitus wird sich dadurch nicht ändern und auch der Wille, Sport zu machen oder sich irgendwie anders zu engagieren, das ändert nichts. Aber wie gesagt, dieses Ergebnis alleine hat gezeigt, dass es irgendwo doch irgendeine Magic geben muss, die vielleicht was anderes ist als diese Trend-Diät. Ja. Und ja, da war für mich einfach der Punkt, wenn es da funktioniert, warum soll es bei mir nicht funktionieren? Ja. Ich weiß sogar genau, wenn du meinst, ist der Felix, den frage ich schon die ganze Zeit, ob er auch hierher kommt in Wien. Und dann sagt, hey, ich komme dann. Also wenn du siehst, Felix, komm vorbei. Cool. Und jetzt bei dir, ich meine, über 60 Kilo, das merkst du wahrscheinlich überall, Klamotten, Leute, die einen drauf ansprechen. Was sind so die positivsten Auswirkungen, wo du für dich persönlich sagst, aus diesen 60 Kilo, was hat sich verändert? Eigentlich alles. Ich bin weniger schnell außer Atem. Die Anstrengung an sich ist beim Schwimmen zum Beispiel überhaupt nicht mehr merklich. Ich schwimme heute einen Kilometer, ohne jetzt irgendwie danach außer Atem zu sein. Und ja, auch beim Laufen zum Beispiel. Ich bin jetzt vor 2,5 Monaten
einmal 30 Kilometer am Bodensee gelaufen. Und ja, das ist nett, aber irgendwie früher hätte ich das nie gemacht. Und auch beim Fahrradfahren. Ja. Das ist immer die Frage, wie viel Aufwand ist das? Heute sage ich, ich gehe lieber mit dem Fahrrad, bis ich überhaupt das Auto aus der Garage habe, bis ich mit dem Auto irgendwo hingefahren bin, dort geparkt habe, fahre ich lieber mit dem Fahrrad hin. Ja. Egal, wo es ist. Auch wenn das eine Dreiviertelstunde dauert. Ja. Hätte ich früher auch nie gemacht. Ich habe da mal was Lustiges dazu. Du warst uns ja letztes Jahr bei unserem Event auch mal besuchen. Da warst du ja recht frisch im Programm. Das war dann, glaube ich, Mitte September. Sowas, glaube ich, gell? Und da sind wir ja auch, da war es warm, September, da war heiß. Und dann sind wir auch zum Essen gelaufen. Und das weiß ich nämlich noch, wie du damals geschwitzt hast bei dem Spaziergang. Und jetzt, ich bin 30 Kilometer gegangen und denkst, huh, da hat sich schon was getan. Und was ich auch spannend finde, du hast vorhin gesagt, du warst letztens beim Arzt einen Bluttest machen. Was hat die Mutter zu den Cholesterinwerten gesagt? Eigentlich, dass es so auf natürliche Weise nicht erreichbar ist. Gut, dazu muss man sagen, ich hatte eigentlich immer verhältnismäßig schon nicht schlechte Werte, aber jetzt sind sie eigentlich hervorragend. So, wie man sie eigentlich nur mit Cholesterinsenker erreichen kann. Und das zieht sich halt komplett durch. Ich habe, ohne das jetzt zu müssen oder auch bei euch irgendwie als Vorschreibung bekommen zu haben, komplett auf Kaffee und komplett auf Alkohol verzichtet, seit ich bei euch bin. Weil, ja, Kaffee ist, auch wenn man das öffentlich vielleicht anders sieht, eine Droge, die den Schlaf beeinflusst. Und auch Alkohol ist halt eine Droge, die das Ergebnis negativ beeinflusst. Und ich glaube, dass beide negativ Auswirkungen auf den Schlaf haben. Und so komme ich heute halt auf meine 8 Stunden Schlaf. Und habe weder die negative Auswirkung von Kaffee noch die negative Auswirkung von Alkohol darauf. Und damit bin ich eigentlich happy und das sagt meine Leber jetzt auch. Sehr gut. Was für mich ja immer spannend ist oder auch vielleicht für viele Zuseher, das ist ja eine große Veränderung. Was denkst du, was hat dir dabei am meisten geholfen, weil ein paar Kilo mal abnehmen, hat man in der Vergangenheit ja auch schon mal geschafft. Aber jetzt 60 und ich mache mir über die auch keine Sorgen, dass das wieder zurückkommt. Warum klappt es dieses Mal? Was ist faktisch anders? Vielleicht an der Einstellung oder der Herangehensweise? Wieso sitzt du jetzt so hier, wie du hier sitzt? Ich würde sagen, die Hauptsache ist, kenne deine Ziele. Und ein großes, nicht greifbares Ziel zu haben, ist schön. Ja, sag mal, ich möchte Milliardär werden. Ja. Das ist ein Ziel, schön. Ist für den Durchschnitt, würde ich jetzt sagen, schwer erreichbar, nicht unerreichbar, aber schwer erreichbar. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt 5 Kilo abnehmen, dann kann ich dieses Ziel erreichen, kann es reflektieren, kann meinen Weg dorthin reflektieren, kann sagen, jetzt habe ich das erreicht, jetzt möchte ich weitere 5 oder ich möchte 6 oder ich möchte 10 Kilo abnehmen. Und dann kommt immer das Resultat und nachher auch die Bestätigung, ich kann das. Es funktioniert und ich habe meine Learnings daraus gezogen, weiß, wie ich den Weg erreicht habe und kann das manifestiert weiter nutzen. Und ja, es ist bei so einer 9-to-5 Standard-Diät irgendwie was man vielleicht der Masse verkaufen kann. Das funktioniert auch einmal, aber im schlechtesten Fall steige ich eigentlich schlechter aus, als ich angefangen habe. Ja, ist so. Weil das, was ja viele Leute nicht auf dem Schirm haben, ist ja auch, dass jedes Mal, wenn du etwas probierst und daran scheiterst, du ja eher glaubst, ja, ich kann das halt nicht. Ich bin halt so, ich bin halt nicht diszipliniert genug. Und genauso ist es umgekehrt, wie du jetzt sagst, es geht ja auch in die andere Richtung. Oh, 5 Kilo sind weg. Oh cool, 10 sind weg. Oh, 15. Da hast du immer wieder dieses, oh, ich kann es. Und beim Gehen ja auch. Ich meine, 30 Kilometer gehst du jetzt auch nicht von heute auf morgen, aber wenn du dann mal 1 Kilometer machst, dann ist es, cool, klappt eigentlich gut. Und dann sind es 5 und dann ist es, oh. Und dann kommt immer mehr dieses, ich kann eigentlich ein schlanker, ein sportlicher Mensch sein, auch wenn ich es vielleicht nicht war. Wie war das bei dir?
ganz früher, also war dieses Gewichtsthema immer schon etwas? War man auch als Kind, als Jugendlicher pummeliger oder ist das dann erst im Beruf gekommen mehr? Es war eigentlich relativ früh schon ein Thema, weil es irgendwie immer so mitgeschwungen ist. Und ja, dadurch fehlt mir einfach auch diese Einstellung dazu. Aber ich glaube, das ist was, das kann man auch schrittweise einfach lernen und sich dann damit einfach arrangieren. Ja. Natürlich, wie du gesagt hast, man macht das jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es ist ein schrittweiser Prozess, wo man sich einfach neu finden kann, neu erfinden kann und dann auch seinen eigenen Weg dafür finden kann, wie man damit umgehen möchte. Ganz klar. Ja, und das Verrückte ist ja auch, dass 60 Kilo, ich sage es immer wieder, das ist eine Megazahl und vor allem in der Zeit, das ist ja nicht mal ein Jahr, wo du denkst, warte mal, du hast in einem Jahr wahrscheinlich dann schlussendlich 65 Kilo abgenommen. Du sagst, wow, was man eigentlich bewirken kann gesundheitlich von der Lebensqualität in so einer kurzen Zeit. Weil die 65 drauf zu bekommen, das ist wahrscheinlich ein bisschen länger gegangen. Wenn ich wirklich will, dann ist sowas machbar. Und das heißt auch für jeden, der jetzt vielleicht nicht ganz so viel abnehmen muss, aber seine 10, 20 Kilo oder so hat, wo er auch mal sieht, was in so größeren Sphären eigentlich machbar ist, wo man sich dann selber sagt, ja, 20 Kilo, die wirst wegbekommen. Das, wenn du willst, bekommst du das hin. Jetzt spannend, was sind für dich die größten Learnings gewesen während diesen 11 Monaten, während diesen 60 Kilo, die weggekommen sind? Man muss Spaß bei der Sache haben. Und Spaß bei der Sache, auch wenn das vielleicht jetzt von außen betrachtet keinen Kontext hat, ist, man merkt, was man isst, hat direkten Einfluss darauf, was am Tag mit einem passiert. Umso gesünder die Ernährung ist, umso besser ist das mentale Setup, was man am Tag hat. Weil, ja gut, ich war eine gewisse Zeit auch relativ niedergeschlagen am Nachmittag, weil einfach die Energie gefehlt hat. Ja. Wenn man jetzt schlechte Sachen isst, ist es eine Sache. Ja? Wenn man Schlaf hat, wenn man seine 4 bis 5 Liter Wasser am Tag trinkt und auch das Richtige isst, dann hast du den ganzen Tag ein solides Energielevel und wirklich auch die Bereitschaft, was zu leisten. Und das ist schon für mich ein massiver Vorteil, wo ich sagen muss, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ja? Ist schön. Ja, und ich glaube, da hängt so viel dran. Vieles weiß man ja auch jetzt noch gar nicht. Ich meine, wenn man dann mal 50, 60, 70 wird, dann ist man sich für dieses Jahr wahrscheinlich sehr dankbar, wenn dann nicht die Knie, die Bandscheiben, alles und Medikamente in sich reinstopfen muss, weil man halt frühzeitig gesagt hat, okay, warte mal, ich drift in eine Richtung, wo es mir nicht gefällt. Ich schaue jetzt, dass ich was mache. Das heißt, aus deinem Ding, Klamotten, Kleiderschrank, ist wahrscheinlich ein neuer, oder? Der geht ein bisschen ins Geld, schätze ich. Da ich, wie gesagt, meine Reise noch nicht am Ende sehe, habe ich jetzt selektiv neue Sachen gekauft, habe alles Alte zusammengepackt und verschmissen, soweit es geht, ja. Also ein Teil ist jetzt, sagen wir, gespendet, ein anderer Teil ist einfach in den Müll gewandert. Cool. Weil zurück will ich nicht, ja. Aber ich bin auch nicht bereit, jetzt eine Vollausstattung zu kaufen, wenn ich noch vielleicht die ein oder andere Kleidergröße runter möchte. Ja. Ja. Und ja, da muss man einfach sagen, dass da muss man dann halt die eingeschränkte Klamottenauswahl in Kauf nehmen, aber der Weg ist ja noch nicht zu Ende. Ja, aber ich mache mir da bei dir gar keine Sorgen, dass wir das nicht auch noch hinbekommen, weil das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, ich will es auch gar nicht ewig in die Länge ziehen. Ich sage dir vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Florian. Ich sage euch danke fürs Zusehen und wenn jemand, genauso wie das ja auch bei dir war, irgend so ein Video sieht, wo sie denkt, warte mal, was? 60 Kilo hat er abgenommen?
Dann hast du die Möglichkeit, dich auch einmal kostenlos beraten zu lassen. Den Link findest du unter dem Video oder unterhalb von dieser Podcast-Episode. Einfach mal drauf tippen. Du hattest die Beratung mit Malcolm, oder? Ja. Ja, war gut. Hervorragend. Sehr gut. Das heißt, einfach mal draufklicken, eintragen, dann freuen wir uns, dir bald weiterzuhelfen. Wünsche dir einen super schönen Tag und bis dann. Tschüss, ciao.